Das Zentrum für klinische Fertigkeiten der Tierärztlichen Hochschule Hannover stellt in diesem Video das Donati-Heft vor. Es handelt sich um ein Einzelheft. Beim Donati-Heft liegen am Ende Fadeneintritt und Fadenaustritt direkt nebeneinander auf der gleichen Wundseite. Benötigt werden neben Nadel und Faden Nadelhalter, Pinzette und Schere. Das hier dargestellte Nahtpad soll die Haut simulieren. Oben die Epidermis, rot die Dermis und gelb die Subcutis. Das Donati-Heft ist vertikal rückläufig. Bei der ersten Nadelführung ist die Ausstichstelle auf der gegenüberliegenden Seite weiter vom Wundspalt entfernt als die dann folgende Einstichstelle. Bei dieser Nadelführung wird auf beiden Seiten die Nadel durch die Subcutis geführt. Auf dem Rückweg wird die Nadel auf der gleichen Seite und auf der gleichen Höhe, aber weiter nach innen zum Wundrand hin zurückgeführt. Aus der anderen Perspektive sieht man, dass die Nadel innerhalb der Haut, hier rot dargestellt, verbleibt und diese nicht verlässt. Die Ausstichstelle liegt nun vor der Einstichstelle, sodass Fadenanfang und Fadenende direkt nebeneinander liegen und das Donati-Heft mit dem Instrumentenknoten beendet werden kann. Das Donati-Heft eignet sich für Wundgebiete, auf denen eine hohe Spannung lastet, beispielsweise im Bereich von Gelenken. Es eignet sich aber auch für klaffende Wunden. Mit dem Donati-Heft können Wundränder gut adaptiert werden. Mehrere Donati-Hefte nebeneinander ergeben eine vertikale Matratzennaht.